Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Das da drüben ist die Insel. Dieses Portal sollte uns hinüberbringen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Die Insel der Freuden liegt hier gleich vor der Küste. Wir sollten dieses Portal benutzen können, um hinüberzukommen. Gehen wir! Okay, Evelyn, gehen wir. Seht mal, kaiserliche Ruinen. Das muss die Insel der Freuden sein. Ja, ich denke mal, reiten können wir hier nicht, war mir schon klar. Wie kommen wir denn am schnellsten und am einfachsten nach Möglichkeit auch unbemerkt hindurch? Vor allen Dingen, wie müssen wir denn? Wir müssen darum wahrscheinlich, ne? Die Dokumente beschrieben die Insel der Freuden als Jagdrevier. Sie müssen Daedra gejagt haben. Mhm. Ich glaube eher, dass die Daedra uns hier gejagt haben. Die Langhauskaiser hatten eine andere Vorstellung von Freuden als ich. Kommt, durchsuchen wir diese Ruinen. Mhm. Lasst uns das tun. Vorher müssen wir jetzt aber erstmal warten. Ja, Basti. Bloß einfach weitergehen. Okay. Eine Karte? Das sieht wie das Innere eines dieser Untergangsgewölbe aus, die wir gefunden haben. Behaltet sie lieber. Die Frage ist jetzt nur, das ist keine Karte von hier, oder? Auch wenn sie meint, das Innere eines Gewölbes. Ach, da unten ist noch was. Da muss ich dich leider platt machen. Ach, Basti, kommst du auch mal? Wir dürfen niemals vergessen, mit wem genau wir da einen Pakt geschlossen haben. Merunes Dagon ist ein Daedra-Fürst, kein Mensch. Er gehört nicht der Vernunft, die wir kennen. Er gehorcht nicht so. Während dieser Pakt fürs Erste von beiderseitigem Nutzen ist, sollen wir nicht davon ausgehen, dass dem immer so sein wird. Es wäre töricht von uns, nicht dafür zu sorgen, dass wir im schlimmsten Fall geschützt sind. Unsere Nachforschungen bisher waren gelinde gesagt frustrierend. Die Totenländer nach Antworten durchkämmen, die Phrase »Nadel im Heuhaufen« beschreibt nicht einmal ansatzweise das, was meine Vorfahren durchmachen mussten. Aber die Mühen des Schwarzdrachen waren nicht umsonst. Die Antwort und das Egunymon, die Macht, die die Ambitionen innewohnt, ist alt. Diese Macht ist ein derart wesentlicher Bestandteil von Merunes Dagon, dass sie untrennbar sein sollte. Betrachtet sie als Fragment des Namens des Daedra-Fürsten. Aber diese Phrase, dieses Egonymon, ist so viel mehr als ein Name. Jeder, der diese Phrase spricht, hat unglaubliche Macht über Dagon. Diese Person kann ihn aus Nirn verbannen. Obschon ich hoffe, dass wir es niemals einsetzen müssen, bringt es mir doch Trost, dass wir darüber verfügen. Es ist zu gefährlich, die Geheimnisse des Vorteils hier aufzubewahren. Ich habe eine Abschrift der Anweisung in das Gewölbe meiner Tochter Myreed in Dunkelforst gebracht. Sollte sie sie jemals benötigen, um Rache zu nehmen, hat sie sie zu ihrer Verfügung. Das Egonymon? Was ist das? Ich weiß es nicht, Evelyn. Ich kann es auch nicht aussprechen. Warte mal, ich muss die Karte erstmal hier wegmachen. So, dann haben wir noch einen Teil da hinten, wo wir gerade herkommen, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier... Können wir da rüberspringen? Ja, jetzt sag mir nicht... Nein, sag mir nicht, ich komme ja nicht wieder hoch. Ich wollte gerade sagen. Dieser Ring sieht dem Amulett der Anachoretin sehr ähnlich. Ich glaube, wir haben alles gefunden. Überlegen wir uns, was uns dieser Kram sagen kann. Nun, diese Reise hat ja einiges gebracht. Wenigstens hat Kaiser Morikas Geist nicht gelogen, als er meinte, er hätte etwas hier gelassen. Gehen wir noch einmal durch, was wir wissen. Dieser Ring sieht aus wie ein Gegenstück zum Amulett der Anachoretin. Ja, mir ist das gleich aufgefallen. Vielleicht waren sie Teil eines Satzes und das hier gehörte Kaiser Morika. Und seht mal, es sind seltsame Runen in die Oberfläche graviert. Das könnte wichtig sein. Behaltet es lieber. Was ist mit dem Tagebuch?
Das Tagebuch erwähnt etwas, was das Egonymon genannt wird. Lasst mich einmal sehen. Das Egonymon ist eine Art Name? Hier steht, dass es die Macht hat, Mirunes Dagon zu bannen. Das ist eine gewaltige Sache. Doch wie wir Zugriff darauf erlangen, steht hier nicht. Es ist im Gewölbe der Anachoretin. Ich kann immer noch nicht fassen, dass sie eine Ambition ist. Was ist mit dieser Karte? Dieser Wechsel von Gedanken. Es ist auf jeden Fall eines dieser Untergangsgewölbe. Da ist eine Stelle in diesem Gewölbe markiert. Haben wir nicht schon alle Gewölbe in Dunkelforst erkundet? Augenblick mal. Ich habe etwas über ein anderes Gewölbe gelesen. Das Untergangsgewölbe Vulpinatz. Es wurde während Varens Revolution geknackt und geplündert. Daher vermutete ich, jede etwaige Ambition dort drin wäre schon lange weg. Ich war im Untergangsgewölbe Vulpinas. Wirklich? Ihr habt noch ein Gewölbe erkundet? Ohne mich? Wollt ihr mich schlecht dastehen lassen? Was habt ihr gefunden? Sagt mir, dass es dort etwas gab, was eine Verbindung zu all dem hatte. Konntet ihr es überhaupt ganz durchsuchen? Ich habe ein ganzes Stück davon erkundet. Ich schätze, wenn ihr da drin den Schlüssel zu einer Waffe gefunden hättet, mit der wir Mirunes Dagon verbannen können, hättet ihr uns sicher davon erzählt. Sehr wahrscheinlich. Nun, wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Es lohnt sich immer noch, dem nachzugehen. Vielleicht verweist dieses Zeichen auf einen versteckten Teil des Gewölbes, den ihr beim letzten Mal nicht bemerkt habt. Wir müssen es zumindest versuchen. Ich werde euch dort treffen. Na gut, dann würde ich sagen, dass wir uns jetzt mal eben schnell aufmachen und dass wir uns dann gleich direkt im Inneren vom Gewölbe wiedersehen. Bis gleich. Ja, und ihr seht richtig, um das mal eben kurz zu erklären, weil das Untergangsgewölbe Vulpinas ist nämlich genau das Gewölbe hier oben, wo man sich einen Gefährten holen kann. Was mich ein bisschen irritiert, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir die schon geholt haben. Und ich bin mir auch sehr sicher, doch, es ist weiß markiert, doch, doch. Ich dachte schon, es wäre nicht markiert gewesen. Gut, ihr seid da. Suchen wir den Ort, der auf der Karte markiert ist. Benutzt die Karte. Na super. Wobei der Achso, kann man... Nein, ich wollte die Karte benutzen, nichts anderes. So, das ist der Ort in der Mitte. Ich weiß nur nicht, wie man das deuten soll. Wie man von da aus dann da hinkommen soll. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich laufe jetzt einfach mal weiter hier durch. Wobei mich die Karte da ehrlich gesagt ein bisschen stört beim Schauen. So, eigentlich sollte es hier irgendwo sein. Was ist mit diesem Ort geschehen? Wir gehen jetzt erstmal hier rüber, damit wir jetzt keine Akku mehr haben gleich. So, er läuft einfach in die Richtung. Aber ich denke, wir müssen wirklich den Teil nehmen. Ich kann das auf der Karte überhaupt nicht richtig erkennen. Moment, das Dunkle ist das Grüne. Doch, dann müssten wir doch eigentlich noch ein Stück nach hier. Dann müssten wir doch da hinten hin, oder nicht? Und von da aus müssten wir eigentlich dann einen Weg... Spring einfach mal dieses kleine Stück hoch. Müssten wir eigentlich dann einen Weg hier rüber finden, oder nicht? Also so verstehe ich die Karte, dass wir dann da hinten in der Ecke hin müssen. Moment, da ist eine Plattform, glaube ich, da unten. Gibt aber, glaube ich, keine andere Möglichkeit, außer sich hier rüber zu hangeln, ne? Hier ist eine Plattform. Seht mal, diese Runen ähneln denen auf dem Ring. Es muss eine Verbindung geben. Ich wusste, dass der Ring wichtig ist. Nun gut, ich schätze, wir treten durch ein weiteres Portal. Ja, aber ich muss die Karte jetzt erstmal wegmachen, weil die ist immer so groß. Die stört mich doch gewaltig beim Schauen. Oha, sieht ja gemütlich aus hier mit Giftmüll drumherum. Hat die Anachoretin hier gelebt? Sieht aus, als wäre jemand anderes vor kurzem hier gewesen.
Nichts von all dem kommt mir vertraut vor. Also nicht, dass ich das erwartet hätte. Sie haben mich aus dem einzigen Zuhause, das ich je kannte, hierher gebracht, ohne mir zu verraten, warum. Vertrautheit ist ein Luxus, den ich nicht habe. Dennoch hätte ich erwartet, mich hier zumindest behaglich zu fühlen. Meine Gesellschaft ist die einzige, die ich kannte. Ich dachte, sie würden mir reichen, aber alles hier widersetzt sich mir. Das Bett ist zu hart, ich stolpere immer wieder über Furchen im Boden und es kommt mir vor, als würden mir die Wände näher kommen. Die Frau kommt mich nicht mehr besuchen. Ich weiß nicht, ob ich sie vermisse oder ob ich das Gefühl von Stabilität vermisse, das sie vermittelte. Natürlich vermisse ich Kaiser Leovig nicht, der sie immer begleitete. Ich habe seine Augen schon immer gehasst. Schon als ich klein war, verfolgten sie mich in meinen Träumen. Und jetzt? Jetzt fehlen sie mir fast. So gruselig und durchdringend sein Blick auch war, zumindest war er vorhersehbar. Vertraut. Ich höre Flüstern an diesem neuen Ort. Ich bin 14 Jahre alt und zu erwachsen, um zu denken, dass irgendetwas hier mir tatsächlich Schaden zufügen könnte. Bin ich denn nicht genau deswegen hier? Weggesperrt in einen Käfig, damit nichts hinein und nichts hinaus kann? Dennoch wache ich manchmal mitten in der Nacht auf und mein Herz pocht wie wild in meiner Brust. Es ist, als würde ich aus meinem Albtraum erwachen, ohne dass ich mich daran erinnern kann, was so furchterregend war. Vielleicht liegt es auch nur an diesem Ort. Oder aber an mir. Oh Gott, welcher Eintrag? Moment, 712. Eintrag 3. In sauberer kindlicher Handschrift, die mit der Zeit verblichen ist. Die Dame hat mich erneut besucht. Ich mag sie nicht. Sie ist gemein. Nun, nicht gemein, aber sie ist sehr streng. Ich glaube, sie lächelt nie. Sie redet nur immer von meiner Pflicht und meiner Verantwortung. Ich habe ihr ein Bild gemalt und ich glaube, das hat ihr nicht mal gefallen. Ich sehe nie andere Kinder. Wohnen andere Kinder an Orten wie diesen hier? Haben sie Mütter, die gütig und liebevoll sind, wie die in den Büchern? Väter, die tapfer sind und stark? Die Dame, die mich besucht, scheint mir zu kalt, um Kinder zu haben. Warum sie wohl immer wieder zu mir kommt? Ich glaube, sie mag mich nicht einmal. Sie sagt mir immer nur, was ich zu tun habe. Ich wollte sie umarmen, aber sie hat mich weggeschoben. Ja, und wenn wir jetzt mal ganz stark davon ausgehen können, dass das ihre eigene Mutter war, ist das schon heftig. Meine Hände zittern noch immer. Ich kann kaum schreiben. Aber ich muss das hier festhalten. Ich muss es aus meinem Kopf bekommen. Woher will ich wissen, dass es wirklich passiert ist, wenn ich es nicht aufschreibe? Wie kann ich mich selbst überzeugen, dass es kein Albtraum war? Alles ging so schnell. Grauenhafte, verzerrt aussehende Männer wollten mich mitnehmen. Sie wollten mir nicht verraten, warum, aber ein paar schrien einen Namen, der mir nichts sagte. Valkynas Nokfros. Ich konnte meinen Augen kaum glauben. Das waren so viele. Dieses Gewölbe hatte noch nie so viele Lebewesen auf einmal gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass die Mauern erbebten vor schierer Empörung angesichts des Lärms und der Merkwürdigkeit der ganzen Situation. Mir rauschte das Blut in den Ohren. Die verderbten Truppen, die in mein Zuhause eingedrungen waren, packten mich an den Armen, bis ich blaue Flecken hatte. Ich schlug um mich, trat nach ihnen. Ich schrie, obwohl mir klar war, wie vergebens es ist. Niemand würde mich hören. Wie oft habe ich an diesen Ort geschrien, in dem Wissen, dass mein Echo meine einzige Antwort bleiben würde. Aber als ich schließlich dachte, dass sie mich haben, riss sich irgendetwas in mir frei. Es knallte wie eine Peitsche in meiner Brust und brach aus mir heraus. Ich weiß nicht mehr, ob ich Schmerz fühlte oder rein gar nichts. Die Eindrücke überwältigten mich völlig. Ich wollte schreien, aber ich hatte keine Luft mehr in meinen Lungen. Einen Augenblick lang sah ich nur noch ins Licht. Die Helligkeit verdrängte alles andere. Sie strömte in jede Ecke, verscheuchte jeden Schatten. Und dann nichts. Als ich zu mir kam, war der Boden übersät mit Leichen. Die anderen waren fort. Einmal mehr war ich allein. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich spüre, dass sich etwas ändern wird. Für immer. Und der Rest des Tagebuchs. Juhu!
Ohne Destron fühlt sich alles sonderbar an. Ich weiß, dass Kalia ihn vermisst. Mir geht es auch so. Ich dachte, dass wir drei gemeinsam alles schaffen können. Drei Ambitionen durch Blut und Macht verbunden. Dann tötete Wang Dacia Destron und alles war anders. Das Ergebnis meiner Forschung hat uns hierher geführt. Das Ergebnis der Toten, das Geheimnis der Totenländer hat sich mir erschlossen. Und ich weiß, dass sich etwas in diesem Gewölbe befindet, das uns helfen kann. Merunes Dagon zu verstehen. So können wir uns auch selbst besser verstehen. Die Antworten, nach denen ich suche, sind direkt vor mir. Aber ich kann sie nicht sehen. Ich konnte mit meiner eigenen Macht Kalia und mir den Zugang zu dieser verbotenen Kammer verschaffen. Aber ich bin ganz an meine Grenzen angelangt. Ganz egal, was ich versuchte, die Truhe öffnete sich nicht für mich. Mir ist schleierhaft, mit welcher Art von Schutz man sie wohl belegt hat, dass sie sogar der Macht der Ambitionen widersteht. Ich habe das Buch nach Antworten durchforstet, aber allein kann ich ihm nicht sämtliche Geheimnisse entreißen. Zumindest fürs Erste kann ich an diesem Ort hier gefahrlos meine Forschungsarbeiten fortsetzen. Ich glaube, Kalia ist ruhelos. Sie möchte helfen, aber ihr fehlt das Verständnis. Teilweise ist das auch mein Fehler. Ich habe sie aus dieser Sache herausgehalten, um sie zu schützen. Wir brachen auf diese Reise auf, damit sie lernen kann, ihre eigene Macht zu kontrollieren. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel über meine eigene lernen würde oder darüber, wie stark die Ambitionen als Ganzes sind. Es überfordert mich schon fast, einen Überblick zu gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich es ihr erklären soll. Zumindest noch nicht. Nicht, bis ich alles darüber weiß. Ich weiß, dass dieses Buch alle Antworten enthält, die ich mir je erhofft habe. Aber es durchzulesen fühlt sich an, als würde ich durch nassen Sand warten. Es widersetzt sich mir, wo es nur kann. Immer dann, wenn ich meine, die Wahrheit gefunden zu haben, fließt sie weg und alles wird morastig. Kommt auf meine Seite oder stirbt. Merunes Dagon hat uns klar und deutlich gesagt, was passieren wird, wenn wir keine Möglichkeit finden, ihn aufzuhalten. Aber dazu müssen wir uns selbst verstehen. Wir müssen unsere Macht meistern. Nur so können wir Fortschritte machen. Diese gewaltige, unfassbare Macht, die uns innewohnt, muss der Schlüssel sein. Mit ihr wird uns alles offenstehen. Ich brauche nur mehr Zeit. Mehr Zeit. Das ist Sombrens Tagebuch. Er und Kalia haben wohl etwas Zeit hier verbracht. Hat er etwas aufgeschrieben, was uns helfen könnte? Dann kamen Sombren und Kalia also irgendwann hierher? Nachdem sie uns verlassen hatten und in die Totenländer gegangen waren? Ich frage mich, wonach sie suchten. Und stand etwas Gutes in Sombrens Tagebuch? Sombren setzte seine Kraft ein, um diese versteckte Kammer zu gelangen. Doch die Truhe dort drüben konnte er nicht öffnen. Er ist nicht auf gleicher Höhe mit dem Verfasser der Ermittlerin Vala-Geschichten, aber sein Stil ist nicht schlecht. Interessant. Weiß er vom Egonymon? Es sieht nicht danach aus. Er schreibt nur, dass etwas Wichtiges in dieser Truhe ist. Wenn er sie nicht öffnen konnte, wie sollen wir das dann tun? Hey, jetzt denk mal zuversichtlicher. Sehen wir uns die Truhe an. Vielleicht hilft der Ring. Er hat uns in diese versteckte Kammer gebracht. Wer weiß, was er sonst noch kann. Diese Verzauberung sieht mächtig aus. Das ist ungewöhnlich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sterbliche, wir haben ein Problem. Das hört sich nicht gut an, Evelyn. Diese törichte Ambition. Er wird alles ruinieren. Ihr beide werdet mit mir kommen müssen. Sombren hat sich auf die Seite von Merunes Dagon geschlagen und er plant, Kalia und die Anachoretin mitzunehmen. Wir müssen ihn aufhalten. Was meint ihr damit, dass Sombren sich auf die Seite von Merunes Dagon geschlagen hat? Wie klar soll ich es denn noch sagen, kleine Sterbliche? Er hat Kalia und die Anachoretin und versucht sie dazu zu zwingen, ihn zu begleiten. Er will sie alle dem Fürsten der Zerstörung vorstellen. Wir müssen zum Gipfel des Annihilarchen und ihn aufhalten. In Ordnung, gehen wir zum Gipfel des Annihilarchen. Als ich aufbrach, um euch zu holen, wollte Sombren den anderen beiden Ambitionen die Macht abbringen und sie an sich reißen. Er wird diese Macht Merunes Dagon übergeben, wenn wir nicht eingreifen.
Schnell! Durch das Portal! Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Dann los, mach das Portal. Portale! Also Evelyn meinte, sie gewöhnt sich jetzt endlich daran. Zuvor bringen die Eigenschaften dieses verfluchten Bergs meine Magie durcheinander. Es ist besser, wenn ihr euch von hier aus allein durchschlagt. Ja, kein Problem. Ihr müsst in Bewegung bleiben. Hoffe ich. habe ich jetzt den Eingang verpasst? Moment, oder ist der eins drüber? Bin mir gerade nicht sicher. Da ist er nicht. Ich kann hoffen, dass der hier oben war. Jetzt ist er links. Ach, da hinten. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich komme nicht hin, aber ich sehe ihn. Ihr Sterbliche, Somrin hat Kalia und die Anachoretin durch diese Tür gebracht. Ja, bin schon dabei. Komm nur nicht durch. Ach, wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Hau ab. Ich muss da rein. Somrin, hört auf. Das ist verrückt. Wir schließen uns euch nicht an. Nur Merodes Dagon kann uns lehren, unsere Macht zu beherrschen. Es steht alles in seinem Buch. Ich lasse nicht zu, dass ihr euch einmischt. Destron, haltet sie auf! Destron? Somrin, was habt ihr getan? Müsst ihr euch. Destron, kommt hervor. Meine Erinnerung an euch soll sie vernichten. Ich lasse das Kalia nicht widerfahren. Somrin wird uns Kalia. Es tut mir leid. Ich tue, was nötig ist, Kalia. Für uns alle. Eure Macht ist in meinen Händen besser aufgehoben. Lass mich da rein! Ich muss dich irgendwie zur Rede stellen. Nunu? Somrin erwartete nicht, dass ihr euch wehrt, Anachoretin. Gut gemacht. Was habe ich gerade getan? Wir sollten auch gehen. Ich werde ein Portal nach Ferngrab öffnen. Moment, optionale Schritte. Ich muss erst mit dir sprechen. Bleib hier! Bleib hier! Ich wusste nicht, dass ich so etwas kann. Ein Portal aus dem Nichts erschaffen. Ich konnte nicht zulassen, dass Somrin Kalia wehtut. Nun, ich schätze, das beweist es. Ich bin wirklich eine Ambition. Was auch immer das ist. Wohin habt ihr Somrin geschickt? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn einfach gestoßen. Irgendwohin. Nur fort. Kommt schon. Verschwinden wir von hier. Lyrans Portal sieht gerade außerordentlich einladend aus. Na gut, dann gehen wir mal durch das Portal. Sollen wir mit dir nochmal kurz sprechen? Kalia? Meine Kräfte, sie sind fort. Somrin, er hat sie mir entrissen. Und er hat Destron benutzt, um uns weh zu tun. Wie konnte er nur? Oh Somrin, was ist aus euch geworden? Seid ihr stark genug, um das Portal zu erreichen? Ja, ich kann es schaffen. Ich krieche, wenn es sein muss. Ich will so weit weg von diesem Ort wie möglich. Dann komm, die 2 Meter zum Portal. Leute? Kalia und die Anachoretin sind hier sicher. Kommt, kleine Sterbliche, sprechen wir. Ich hätte nicht erwartet, dass Somrin sich gegen uns wendet. Oder dass er versuchen würde, die Macht der restlichen Ambition an sich zu reißen. Er hat nun die Macht von Destron und Kalia, sowie seine eigene. Wenn er diese Macht Dagon übergibt, wird das Ergebnis keinem von uns gefallen. Was schlagt ihr vor? Ich bedenke immer noch unsere Möglichkeiten. Wenigstens haben wir die Anachoretin und sie hat immer noch ihre Kräfte. Das ist fürs Erste genug. Ihr habt euch gut geschlagen, Sterbliche. Entgegen aller Erwartungen haltet ihr weiter durch. Nehmt dies mit meinem Dank und macht euch bereit für das, was nun kommt. Ja, und wir haben einen erfüllten Flammenstab vom Set Hexos Abschirmung erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Da wir nun in der verhältnismäßigen Sicherheit von Madame Capris Etablissement sind, erzählt mir, was ihr auf der Insel der Freuden entdeckt habt. Sprach der Geist von Kaiser Morika die Wahrheit? Gibt es eine Waffe, die wir gegen Merodes Dagon einsetzen können?
Die Langhauskreiser hatten einen Plan, Merones Dagon mit etwas zu bannen, was sich das Egonymon genannt hat. Lasst mich die Dokumente sehen, die ihr gefunden habt. Ich bin vertraut mit Nymonen, aber nicht mit diesem Egonymon. Doch wenn es wirklich die Macht hat, Merones Dagon zu bannen, ist es nicht verwunderlich, dass die Langhauskaiser es verbergen wollten. Und was habt ihr im Untergangsgewölbe gefunden? Wir haben dieses dädrische Relikt geborgen, in einer Truhe gefunden. Verborgen in einer Truhe gefunden. Doch wir wissen nicht, was es dort, was es genau ist. Oh, ich kann auch nicht mehr lesen. Es tut mir leid, Leute. Interessant. Und ihr habt das im Gewölbe gefunden? In dem, von dem Morika behauptet, es würde seiner Tochter gehören? Dann zeigt es der Anachoretin. Vielleicht erinnert sie sich an etwas und kann seinen Sinn ergründen. Wir brauchen jeden Vorteil, um uns Sombren zu stellen. Ich werde der Anachoretin das dädrische Relikt zeigen. All unsere Hoffnung ruht nun auf der Anachoretin. Zeigt ihr das dädrische Relikt, das ihr aus ihrem Gewölbe geborgen habt. Sie soll es untersuchen und ihm seine Geheimnisse entlocken. Vielleicht wird eine ihrer Erinnerungen klarer, wenn sie es untersucht. Erzählt mir mehr über diese Nymone. Einfach ausgedrückt ist ein Nymon der wahre Name eines Daedra. Einige von uns haben viele, andere haben nur einen. Wenn man diesen geheimen Namen kennt, hat man große Macht und Einfluss über den Daedra, zu dem er gehört. Sterbliche verwenden sie bei ihren Anrufungen, um uns zu befehligen. Also, was meint ihr, was ein Egonymon ist? Meine Vermutung ist, dass es eine stärkere, mächtigere Version eines Nymons ist. Wenn wir darauf Zugriff haben, können wir Merones Dagon vielleicht schwächen. Womöglich sogar in die finsterste Ecke der Totenländer verbannen, wie es die Langhauskaiser andeuteten. Warum meint ihr, dass Sombren das macht? Er war unser Freund. Wie wir schon ausgiebig besprochen haben, ist Freundschaft meinesgleichen völlig fremd. Ich kann daher kaum etwas dazu sagen, warum Sterbliche tun, was sie tun. Und ich halte wenig davon, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, was hätte sein können. Wir nutzen unsere Zeit lieber für das Ersinnen eines Plans. Ja, also ich persönlich, ich kenne die Story nicht mehr so hundertprozentig hier. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass er das aus einem guten Antrieb macht, so dieser typische Antagonist in einer Geschichte. Es kann aber natürlich auch sein, dass er einfach durch dieses Buch, wo Lyrant ja mehrfach gesagt hat, dass Sterbliche nicht dafür gemacht sind, diese Bücher zu lesen, dass er dadurch einfach verrückt geworden ist. Dass ihn das Buch irgendwie, dass er davon besessen ist, ich weiß es nicht. Wie werden wir dann Sombren finden? Lasst uns ein Problem nach dem anderen lösen, Sterbliche. Erst das Relikt, dann Sombren. Er hat das Mysterium Xaxis studiert und die Macht von zwei der drei verbliebenen Ambitionen gewonnen. Er wird sich auf den Weg an Merones Dagons Seite machen, sobald er kann. Wie hat er Kalias Macht geraubt? Angesichts seiner Forschung und dem Wissen, das Sombren bereits hatte, weil er Kalia half, ihre Macht zu beherrschen, hat er anscheinend einen Weg gefunden. Vergesst nicht, er sah, wie Vandacia Destrons Macht absorbiert hat. Vielleicht war das der Ausgangspunkt. Oder er hat etwas in diesem verfluchten Buch gefunden. Ja, letzteres denke ich schon eher. Ja, ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn wir jetzt mit der Anachoretin sprechen. Aber ich bin mir sicher, dass wir ja dann irgendwo anders hingeschickt werden. Entsprechend würde ich sagen, dass das hier der perfekte Zeitpunkt ist, um erstmal einen kleinen Cut zu machen. Und wir sehen uns dann den Rest in der nächsten Folge an. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.